thinking back all those years. We had some good times and we shed some tears. Now in a sudden, you went away. Left me just wondering, why don't you stay? We've been together for so long. I thought our love was strong. But now that you are gone, I wonder what went wrong. Never betrayed you, I was always true. I mostly lived my life in circles around you. I can't believe, can this be real? Where have you gone now and how do you feel? You're sitting somewhere on your own, that you realize how it feels to be alone. Now it's too late, now it's all done, and if you come back now I will be gone. I will be gone. I will be gone. I will be gone. Together for so long, I found our love was strong. But now that you are gone, I wonder what went, really wonder, I wonder what went wrong. Dankeschön. Dankeschön. She likes it, you can be sure she will never be yours. She did say something, but she would hide it. She knows you are her possession for sure. Don't try to pin the tears up your shirt, don't ask her to pour, don't try to caress. She loves you bad on the outside, dear. Don't try to train her, you won't have success. Divine devil with innocent gaze, divine devil I want you to embrace. Divine devil, I'd do anything for you. Divine devil, why do I love you? If you try to train her, she will scratch and spit. Maybe her only friend of the moon. If you don't respect her, then she will hit. Don't imprison her, a passion is to ruin. Divine devil with innocent gaze, divine devil I want you to embrace. Divine devil, I'd do anything for you. Divine devil, why do I love you? Thank you.
Divine devil, within some gaze. Divine devil, I want you to embrace. Divine devil, I do anything for you. Divine devil, why do I love you? She turned in your bed dress and shone on your pillow, and you're the uncrowned queen of the house. She hunts today, maybe she hunts tomorrow, and if you're lucky, you get a lucky mouse. She comes and goes whenever she likes it. You can't be sure she will never be yours. She did say something, but she won't hide it. She knows you are her possession for sure. Divine devil, with innocent gaze. Divine devil, I want you to embrace. Divine devil, do anything for you. Divine devil, with innocent gaze. Divine devil, I want you to embrace. Divine devil, do anything for you. Divine devil, that's why I love you. Dankeschön! Dankeschön! Okay, erste Runde No Sports. Und ich darf ganz herzlich unsere Moderatorin für heute begrüßen, Angelika Link. Herzlichen Dank, No Sports. Was darf ich machen mit dem Mikro? Das ist gut. Herzlichen Dank. No Sports sind wieder da. Danke für die gute Stimmung, die ihr uns gemacht habt. Wir hören euch heute noch zweimal. Ein herzliches Willkommen Ihnen und euch allen zu unserer Samstagskundgebung hier auf dem Schlossplatz gegen die grässliche Stadtzerstörung. Wir fordern einen sofortigen Baustopp von Stuttgart 21. Liebe Mitbürgerinnen, Freundinnen und Freunde, danke, dass Sie und ihr alle da seid. Ich freue mich sehr, dass ich heute durch dieses interessante und ganz ungewöhnliche Programm führen darf. Wir können gespannt sein auf ganz besondere Beiträge. Als erstes spricht zu uns der Schriftsteller Heinrich Steinfest. Als zweiten Redner hören wir den Rechtsanwalt Dr. Eisenhard von Löper. Es geht um die Einzelheiten zu den beiden Bürgerbegehren Storno 21 und Leistungsrückbau S21. Die Unterschriften für diese beiden Bürgerbegehren werden von uns jetzt schon während der Demo gesammelt. Heute ist der offizielle Start der Unterschriftensammlung und schon gestern hat unsere Mahnwache mehr als 1000 Unterschriften gesammelt. Unterschreiben können alle mit Kommunalwahlrecht in Stuttgart. Das sind alle EU-Bürgerinnen und Bürger, deren Hauptwohnsitz seit mindestens 3 Monaten in Stuttgart ist und die mindestens 16 Jahre alt sind. Nach Eisenhard von Löper wieder ein Musikbeitrag von No Sports und dann der Kabarettist Arnulf Rating, den wir Älteren hier noch von den 3 Tornados kennen und wir Jüngeren hier aus Neues aus der Anstalt. Und dann haben wir die Ehre, den Kolumnisten und Stadtflaneur Joe Bauer zu hören. Und vor der Demo wieder No Sports. Die Demo geht zum Bahnhof und zur Mahnwache. Wir bringen unsere Freundinnen und Freunde sozusagen wieder zurück zum Bahnhof. Allen, die an der Vorbereitung dieser Demo mitgewirkt haben und die jetzt hier mitarbeiten, ein ganz großes Dankeschön.
es wäre klasse, wenn alle hier wieder so großzügig spenden wie immer, damit wir die Demo finanzieren können. Die Demo wird von den Parkschützern und Umkehrbar e.V. finanziert. Bitte spenden Sie nur in die gelben, verplombten Parkschützerdosen. Die sind gelb und haben eine grüne Faust drauf. Stuttgart 21 ist der größte technisch-wissenschaftliche Betrugsfall der deutschen Industriegeschichte. Die namhafte Wochenzeitung Die Zeit nannte S21 die größte Blamage in der deutschen Baugeschichte. Wie sollte man das denn sonst nennen als Betrug und Blamage, wenn zentrale Teile nicht planfestgestellt und die Finanzierungsfragen weiter offen sind, wenn nachgewiesen und amtlich ist, dass S21 weniger statt mehr Verkehr auf die Schiene bringen wird, wenn der Brandschutz nicht gewährleistet und nicht genehmigungsfähig ist? Fast könnte uns angesichts dieser mafiösen Strukturen die Spucke wegbleiben. Bleibt sie aber nicht. Wir behalten unsere Spucke und verstummen nicht. Deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders auf unseren ersten Redner, in Wien aufgewachsen, seit vielen Jahren in Stuttgart, mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet, der Essayist und Schriftsteller Heinrich Steinfest. Ich bitte um eure geschätzte Aufmerksamkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mit einem Zitat beginnen, das ich vor einigen Wochen vor Zürcher Juristen einen Vortrag zitiert habe, und es stammt von einem englischen Staatsmann des 17. Jahrhunderts, nämlich dem Marquess of Halifax, der hat das Folgende gesagt: Menschen werden nicht gehängt, weil sie Pferde stehlen, sie werden gehängt, damit andere keine Pferde stehlen. Jetzt einmal abgesehen davon, dass wir uns zumindest in unseren Breitengraden glücklicherweise von der anmaßenden Strafe des Aufknüpfens verabschiedet haben, so steckt doch in diesem prägnanten Satz das wichtige Prinzip einer Strafverfolgung, deren tiefer Sinn nicht die Revanche oder Rache darstellt, sondern die Mahnung und Warnung und der Glaube an die Belehrbarkeit und die moralische Einsicht. Dies setzt natürlich voraus, dass zumindest der Wille besteht, einen größtmöglichen Zustand von Gerechtigkeit herzustellen und nicht etwa einen Unterschied zwischen Pferdediebstahl und Pferdediebstahl zu machen, also zwischen denen zu differenzieren, die aus privater Gier oder privater Not Pferde stehlen, und jenen, die im Zuge mit allen Wassern gewaschener Finanztransaktionen dies unternehmen oder im Zuge politisch gewollter Delikte, die ganz sicher nicht von Kavalieren stammen. Um es unumwunden zu sagen, bei Stuttgart 21 handelt es sich um einen Pferdediebstahl beziehungsweise um den Diebstahl eines ganzen Gestüts. Und genau darum sollte dieses Projekt in erster Linie eine juristisch relevante Angelegenheit sein. Denn so sehr allgemein von einem Ende der Großprojekte gesprochen wird, ist doch juristisch gesehen dies ein Signal, das sich aus der ganzen Affäre ergibt, nämlich ein ganz anderes. Wie sehr nämlich doch ein Unterschied zwischen Pferdediebstahl und Pferdediebstahl besteht. Was jene, die Ähnliches vorhaben, nicht abschrecken, sondern eher ermutigen dürfte. Es wurde in dieser Geschichte von den politisch Verantwortlichen immer wieder ein Diskurs der Meinungen behauptet, bei dem sich eine bestimmte Meinung eben durchsetzt und eine andere nicht.
Aber ist es nicht so, dass wenn ein krimineller Akt besteht, ein Betrugsfall, dies durch keine Meinung und auch nicht durch eine gewonnene Abstimmung oder Wahl legitimiert wird? Das wäre nämlich Sinn und Zweck einer unabhängigen Justiz, in der Tat blind zu sein gegen irgendwelche Machtverhältnisse. Oder hat etwa der österreichische Jurist Josef Unger recht, wenn er sagte, das Recht hat die merkwürdige Eigenschaft, dass man es behalten kann, ohne es zu haben? Stuttgart 21 ist ein ungeahndetes Delikt, das sich schattengleich über die Stadt gelegt hat und nicht mehr weggeht. Es vergiftet in jeder Hinsicht diese Stadt und eben auch die Herzen der Bürger. Jetzt ist nur die Frage, wer ist schuld an dieser Vergiftung? Etwa der Überbringer der schlechten Nachricht, also der bürgerliche wie unbürgerliche Widerstand? Und was war denn vorher? Liebe überall? Überall Lyrik und Rosenzucht, überall CDUler und Gründenkende und Linksdenkende und Freidenkende, die in fröhlichem Ringelpiez durch die Stadt tanzten, jeder mit einem lustigen Hütchen auf dem Kopf, gebastelt aus den Seiten einer Stuttgarter Zeitung oder der Stuttgarter Nachrichten. Und dann kamen... Und dann kamen ein paar verbiesterte DB-Kunden und haben den Streit in die Idylle getragen? Nein, die Friedhofsruhe zuvor war ja eine bloße Illusion. Zudem hat die Diskussionswut in dieser Stadt auf viele Menschen durchaus belebend, jungbrunnenartig und elektrisierend gewirkt. Aber wir wissen ja, auch Strom geht mitunter zur Neige. Ich meine also die viel zitierte Müdigkeit der einst so Bewegten, aber es ist mehr als nur ein Energiedefizit, es sind eben auch Vergiftungserscheinungen. Ich hatte etwas Bauchweh, als ich mich überreden ließ, hier vor Ihnen zu sprechen, denn auch ich gehöre zu denen, die sich seit einiger Zeit sehr zurückhalten in Bezug auf den Protest und die sich in einem Zustand befinden, den man die innere Emigration nennt. Für eine solche Zurückhaltung wurden viele Argumente gefunden, wobei man natürlich weiß, dass niemand von denen, die zuvor auf der Straße waren und jetzt zu Hause bleiben, seine Haltung zum Projekt geändert hat. Wie denn auch? Wie denn auch, wenn sich ständig zeigt, dass alle unsere Prognosen sich erfüllen, sich aber leider Gottes auch zeigt, wie wenig es nützt, dass sich Prognosen erfüllen und man eine gewisse Bedeutungslosigkeit der viel zitierten Fakten und der nicht ganz so oft zitierten Wahrheit erkennen muss. Die innere Emigration ist aber nicht einfach nur auf eine Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit zurückzuführen, sondern eben auf jene Vergiftungserscheinungen, die das Projekt Stuttgart 21 mit sich bringt. Das heißt, wenn sich Bürger dieser Stadt zurückziehen, dann um sich zu entgiften. Das mag eine Illusion sein, weil das Geschwür sich ja immer mehr ausbreitet und sich ganz neue Politiker mit ganz neuen Ausreden und Beschwichtigungen einfinden werden, aber trotzdem besteht bei vielen von uns dieses Bedürfnis, sich zumindest für eine Weile herauszunehmen, um den toxischen Verabreichungen zu entgehen, die Haut und den Kopf zu entlasten. Es gibt nicht wenige Leute, die den Eindruck hatten, von dieser ganzen Sache aufgefressen zu werden und Migräne zu bekommen, allein wenn sie die Buchstaben D und B sahen. Was also bedeutet,
sich dem Protest zu entziehen, nicht weil man ihn für dumm oder unnötig oder überholt hält, sondern sich auf diese Weise das krankmachende Stuttgart 21-Toxin für eine Weile vom Leib zu halten. Gar keine Frage, das ist eine biedermeierliche Haltung, die eigenen vier Wände, die Beschaulichkeit des Familiären, die Konzentration auf die eigenen Kinder, auf den Beruf, auf die Kunst, den Fußball, ja das Bedürfnis, mit seinen Nachbarn sprechen zu können, ohne sich über Gleise und Haltezeiten in die Haare zu kriegen. Oder über die Schönheit oder die Hässlichkeit eines Bahnhofs debattieren zu müssen. Ich staune immer wieder, wie auch kluge und belesene Menschen, die niemals den Wert eines Rembrandt- oder Picasso-Gemäldes in Frage stellen würden, bei diesem Bahnhof plötzlich überall Nazis sehen oder Playmobil-Ritter. Wie gesagt, man ist müde ob solcher Streitgespräche. Aber Faktum ist ebenso, solange die Stuttgart 21-Geschichte nicht beendet wird und eine notwendige juristische Behandlung vorgenommen wurde, die Vergiftung des Stutengartens immer weiter fortschreitet. Man kann die Krankheit S21 nicht aussitzen, man kann sie nicht einmal herausschwitzen. Die Befürworter nicht und die Gegner nicht. Man kann die Luft anhalten, man kann sich eine Gasmaske aufsetzen, man kann statt über Gleise über den Zustand des VfB streiten, der Pferdediebstahl aber bleibt bestehen. Und ohne Pferde ist diese Stadt nun mal schwer denkbar. Denn was hier neben allen Zerstörungen der Stadtlandschaft wirkt, ist eine Urschuld, eine Urwunde, die ganz sicher weder die Zeit heilt, noch eine von wem auch immer gewonnene oder verlorene Wahl tilgt. Ich weiß schon, irgendwann wird man diesen ganzen Mist, der hier geschehen ist, aufarbeiten und ganze Bücher darüber schreiben. Die Parteien werden sich die Schuld zuschieben und so lange die Schuld hin und her schieben, bis die Schuld plötzlich ganz alleine auf einem großen Platz steht, sagen wir mal dem Pariser Platz. Darum möchte ich ein weiteres Mal einen englischen Staatsmann zitieren, William Gladstone, welcher postulierte, verzögerte Gerechtigkeit ist verweigerte Gerechtigkeit. Sehen Sie es bitte so, jeder von Ihnen, der hier steht, hält den Platz warm für andere, mich eingeschlossen, die wieder dazustoßen werden, weil müssen. Das Gift zu ignorieren ist leider keine Methode, um es zum Verschwinden zu bringen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke, Heinrich Steinfest. Das Gift zu ignorieren ist leider keine Methode, es zum Verschwinden zu bringen. Wir kümmern uns weiter um die verschiedenen Gegengifte. Was mir ganz besonders am Herzen liegt, ist all denen unter euch zu danken, die immer zu den Demos kommen und
wie Heinrich gesagt hat, den Platz für die kommenden Proteste warm halten, uns mit ihren kreativen Plakaten überraschen und erfreuen und so unser Feuer bewahren im Angesicht der Schneise der Verwüstung. Und besonders danke ich auch allen, die in den unzähligen Gruppen gegen S21 mitarbeiten und jetzt ganz schnell 40 Sekunden in Staccato-Manier à la Volker Lösch, die Blockadegruppen, die Mahnwache, die Teams für die Tunnelbohrer-Demos, Lauf-Demos, Montags-Demos, die Ingenieure, Architekten, Juristen, Unternehmer, Christen gegen S21, das Aktionsbündnis, die Musikgruppen, Lokomotive, Capella Rebella, Compagnia Sackbahnhof, die Versorger, Camps 21, Flügel TV, die zahlreichen Regionalgruppen, zum Beispiel Vaihingen, Esslingen, Cannstatt, Nordlichter, Baden, Kirchheim, die Initiative Barrierefrei, die Stuttgarter Netz AG, die Macher von Tunnelblick, Parkschützer.de, bei Abrissaufstand, die aktiven Parkschützer, der Rechtshilfefonds, die Infooffensive, das Infobündnis Zukunftsschiene und viele, viele, viele mehr. Ihr seht, der Protest lebt. Der Protest geht weiter. Dazu begrüße ich jetzt hier auf der Bühne sehr herzlich den Rechtsanwalt und Publizisten Dr. Eisenhard von Löper. Liebe Mitbürger, Freundinnen und Freunde, herzlich danke ich für Ihr und euer zahlreiches Kommen. Denn heute ist unser aller Mitwirkung ganz besonders wichtig. Gerade werden schon die Flyer verteilt, für jedes der beiden Bürgerbegehren einer. Lest und nehmt sie mit zum Weiterverteilen und zur Mobilisierung in Stuttgart. Dort sind unsere wichtigsten Argumente und Infos zu den Bürgerbegehren verständlich dargestellt. Seit 3 Monaten sind wir in wachsender Dynamik im Gespräch, haben Zweifel und kritische Stimmen auch aus Informationsveranstaltungen einbezogen. Jetzt ist es soweit. Wir eröffnen die Kampagnen zum 3. und 4. Bürgerbegehren Storno 21 und Leistungsrückbau Stuttgart 21, damit unsere Stadt aus Stuttgart 21 aussteigt. Manche fragen noch, was soll das nach all den bitteren Niederlagen gegen geballte, übermächtige Interessen in Wirtschaft, Politik, Medien, ja sogar Justiz? War unser Einsatz falsch? Ganz sicher nicht. Aber der wachsame, kluge Kampf tut Not. Auch die richtige Gelegenheit, um die Wende zu bewirken. Gerade jetzt zählt, dass wir uns dem dreisten Faktenschaffen der Bahn unverzagt und kreativ entgegenstellen müssen. Das gilt auch gegen die im Gang befindlichen, grauenvollen, perversen Baumfällaktionen der Bahn in Stuttgart. Besonders bevorstehend im Rosensteinpark. Gerade hier zeigt sich schmerzhaft scheinlegales Unrecht. Aber auch, dass nur die Stärke und die Summe unserer Einsätze das Fass zum Überlaufen bringen kann. Seit gestern und heute horchen viele auf. Unsere Bürgerbegehren zeigen, der sogenannte Käse ist nicht gegessen. Unsere Bewegung beginnt wieder, die Menschen und die Medien zu bewegen. Worauf stützt sich nun Storno 21? Was ist das Neuartige an diesem Bürgerbegehren? Es geht um die tiefe Zäsur, den Offenbarungseid der Bahn vom Dezember 2012. Herr Grube und Herr Käfer haben damals ein zweifaches Geständnis abgelegt.
Der vereinbarte Kostendeckel von 4,5 Milliarden Euro wird um 2,3 Milliarden Euro gesprengt und wenigstens 1,1 Milliarden davon beruhen auf eigener Schuld der Deutschen Bahn, was sie anerkannt hat. Nur haben die Bahnverantwortlichen schamhaft verschwiegen. Darin enthaltene nicht realisierbare Planansätze und nicht budgetierte Leistungen hatten sie schon 2009 schön gerechnet mit knapp 900 Millionen Euro, dokumentiert als sogenannte Einsparpotenziale. Das Fazit daraus: Gruber und Käfer haben 3 Jahre lang anlässlich sogenannter Schlichtung bei Stresstest und Volksabstimmung massiv die Öffentlichkeit getäuscht. Und jetzt kommt die Schlussfolgerung. Damit hat die Grube-Käfer-Connection fortgesetzt, folgenschwer Rechtsverletzungen in Milliardenhöhe begangen. Daraus folgt zwingend das gesetzliche Recht der Vertragspartner auf Kündigung. Und es kommt erschwerend hinzu: Die Vertragsbasis für Stuttgart 21 ist bereits weggebrochen. Und die Stadt darf sich wegen der gigantischen Mehrkosten nicht immer mehr zur Geisel der Bahn machen lassen. Ich bin überzeugt, kein Gericht kann das zweifelsfreie Geständnis der Bahn und unsere Beweise ignorieren. Im gerichtlichen Streitfall sehe ich daher für das Storno 21 Begehren gute Aussichten für ein erfolgreiches Eilverfahren noch im Jahre 2014. Warum starten wir nun zugleich eigenständig ein 4. Bürgerbegehren? Weil getrennt marschieren, vereint schlagen, prozesstaktisch klug ist. In der Sache verspricht Stuttgart 21 eine Leistungssteigerung, die längst als Rückbau entlarvt ist. Wenn nirgends in der Welt mehr als 32 Züge auf 8 Gleisen in der Spitzenstunde bewältigt werden, sollte sich auch in Stuttgart niemand darüber hinwegmogeln. Näheres in den guten Flyern von Dr. Engelhardt, die auch verteilt und verbreitet werden. Schnappen Sie sich Unterschriftsbögen und Klemmbretter, helfen Sie mit beim Unterschriftensammeln. Je schneller wir die jeweils 20.000 Unterschriften schaffen, desto beeindruckender. Bitte vollständig ausfüllen. Wie schon gesagt, nur Stuttgarter sind wahlberechtigt und Premiere. Erstmals können auch unsere Jugendlichen ab 16 gültig unterschreiben. Nun noch eine Aussage zur zeitlichen Entwicklung und der weiteren Dynamik. Wenn der Gemeinderat die Bürgerbegehren zurückweist, womit wir nach den Mehrheiten im Stuttgarter Gemeinderat rechnen müssen, geht es sicher mit Storno 21 ins gerichtliche Eilverfahren. Gibt uns das Gericht recht, erhalten wir mächtig Rückenwind für den Bürgerentscheid. Verneint das Gericht das Kündigungsrecht und mutet der Stadt die Fortführung des Projekts zu, spricht sehr viel dafür, dass die Bahn dann als Projektträger alle Mehrkosten von Stuttgart 21 tragen müsste, was in dem Gerichtsentscheid zum Ausdruck gebracht werden müsste. Damit käme die Bahn in Konflikt mit ihrem aktienrechtlichen und strafrechtlichen Wirtschaftlichkeitsgebot. Auch dies könnte sogar ohne Bürgerentscheid das Ende von Stuttgart 21 einleiten.
Also, liebe Freundinnen und Freunde, packen wir es an. Flyer verteilen, Unterschriften sammeln. Der Milliardenbetrug muss ein Ende finden. Es liegt auch an uns, dass sich Stuttgart 21 in Storno 21 verwandelt. Oben bleiben! Vielen Dank, Eisenhardt von Löper. Die Bühne gehört No Sports. Micha. Bitte anschnallen, ja. Okay, wir spielen ein Stück, das zum Titel etwas hat, was hoffentlich hier nicht zum Tragen kommt. Das Stück heißt Vielleicht, Vielleicht, Vielleicht. Und wir wollen nicht vielleicht, dass der Bahnhof nicht gebaut wird, sondern ganz bestimmt. La 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 la. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I asked you, and then I ask you over again, but you just tell me, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't dare, confess. But please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Money! Up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't dare, confess. But please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Dankeschön. Ja, hallo, schönen guten Tag. Keine Bange, keine Bange. Ich bin noch gar nicht dran. Meine Damen und Herren, es ist mir an dieser Stelle eine Herzensangelegenheit und eine Ehre, einen guten alten Freund auf diesem Lastwagen zu begrüßen. Er war schon dabei, als es galt, mit der geballten Macht des Humors Berliner Hausbesetzungen zu unterstützen. Er war dabei, um mit der Kraft der Satire den Kampf gegen die Atomkraftwerke voranzutreiben. Er saß schon im Tourneebus für die alternative Sache, als Joschka Fischer noch Taxi fuhr. Er war Mitglied der berühmt-berüchtigten Kabaretttruppe Die drei Tornados, die in der ganzen Republik die großen Hallen füllte, auch tagelang hintereinander das Theaterhaus.
Heute ist er ein großartiger Solokünstler. Sie kennen ihn von seinen Auftritten in der ZDF-Show Neues aus der Anstalt. Zurzeit ist er auf Tournee. Er kommt gerade aus Köln und hat vor seinem nächsten Auftritt heute Abend einen Abstecher zu uns gemacht, um unseren Protest zu unterstützen. Begrüßen wir mit einem herzlichen Applaus in gebührender Schwabenstreich-Lautstärke aus Berlin den einzigen und wahren Arnulf Ratting. Wow, das ist fantastisch. Ich bin überwältigt. So viele Leute hätte ich gar nicht erwartet. Und so schönes Wetter. Ich finde, Stuttgart ist allein vom Wetter her die Hauptstadt des Protestes. Hier sollte man alle Kundgebungen machen. Das ist klasse. Ich grüße aus Berlin. Wir haben da auch ein Bauprojekt. Und trotzdem die Bürgerbewegung nicht so groß ist, haben wir es geschafft, dass es nicht vorankommt. Wir haben da jetzt als Chef Herrn Medorn. Ein Mann, der sich mit Verspätungen sehr gut auskennt. Die wissen in Berlin nicht mal, wie viele Baumängel da sind. Ja, man überlegt 30.000, man weiß es nicht so genau. Mein Vorschlag wäre, man soll die NSA fragen. Die haben das ja alles abgehört. Die wissen das. Ja, die NSA, die ist sowieso klasse, dass sie das alles machen. Ich würde das auch vorschlagen im Falle NSU. Das ist ja nur ein Buchstabe Unterschied. Wir haben das ja gar nicht gemerkt, dass da in unserem Land gemordet wurde, obwohl die Aufklärungsquote von Mord normalerweise bei 95% ist. Aber das haben wir nicht gemerkt. Wir haben gnadenlos in die falsche Richtung ermittelt. Und als wir es dann rausbekommen haben, haben wir vor lauter Schreck über 300 Aktenvorgänge vernichtet. Und jetzt wissen wir nicht mehr, was los ist. Und dann fragen wir die NSA. NSU, NSA, das ist ja nur ein Buchstabe Unterschied. Das ist wahrscheinlich der gleiche Sachbearbeiter. Ja. Ja, meine Damen und Herren, es wird unglaublich viel Geld ausgegeben, hier jetzt auch in Stuttgart, nicht wahr? Man hat das Gefühl, das sind ja alles ehemalige Automanager, die da arbeiten, nicht? Die sind irgend von wem verpflichtet oder sie haben sich selbst verpflichtet, so viel Geld wie möglich vergraben, ohne dass die Bahn vorwärts kommt. Ja. Und der Joe Bauer hat recht. Wir kennen uns schon länger, wir kennen uns schon aus einer Zeit, also als die Grünen noch gar nicht, die gab es noch gar nicht. Ja, da waren wir auf uns selber angewiesen und wir mussten den Protest alleine machen. Da gab es noch eine außerparlamentarische Opposition nach dem Motto Kampf dem Kapital, wie ist scheißegal. Ja, ein, finde ich, nach wie vor brauchbares Motto. Und da sind auch viele Erfolge zu verzeichnen gewesen. Das muss man sagen, man darf das gar nicht vergessen. Die außerparlamentarische Opposition, der Widerstand von der Straße hat viel erreicht. Ich erinnere an die WAA in Wackersdorf, die nie gebaut wurde. Oder an den schnellen Brüter in Kalkar, wo jetzt ein Freizeitpark ist. Das finde ich eine wunderbare Umwidmung. Ja, wir haben in Berlin zum Beispiel auch Stadtautobahnen verhindert und gelernt umzudenken, dass das Auto nicht die Stadt besitzen sollte. Und dann gab es Anfang der 80er Jahre die Hausbesetzerbewegung. Das hat verhindert, dass halb Kreuzberg abgerissen wurde und durch einen Neubau ersetzt wurde. Und damals hatte man noch die Initiative, man kann Häuser nicht nur besitzen, man kann sie auch besetzen. Was ich damit sagen will, ist, man soll sich nicht immer auf die Wahlen verlassen. Die haben ja jetzt auch vor dieser Wahl wieder gesagt, gehen Sie wählen. Ja, dass man seine Stimme abgibt und in die Urne wirft und für 4 Jahre die Schnauze hält, das ist sehr schwierig. Wir haben jetzt Koalitionsverhandlungen, es kommt ja immer dasselbe bei raus, wir wissen es eigentlich schon. Und dann werden die Minister vereidigt und die verstehen ihren Eid ja immer falsch. Die sagen dann, ich schwöre, am deutschen Volk zu verdienen, so bar mir Geld helfe. Es ist ja auch schwierig für diese Menschen, die da gewählt werden. Die werden aus ihrem Lebenszusammenhang, aus ihrem Wahlkreis rausgerissen und werden vom Wähler verpflichtet da. Die werden praktisch nach Berlin eingewiesen. Und in Berlin wissen wir gar nicht, wie wir mit denen umgehen sollen. Da wissen wir teilweise gar nicht, welche Pflegestufe die haben. Und das ist sehr schwierig. Da kommen Hunderte an.
Ja, die sind hilflos in der Stadt. Ja, 600, über 600 Leute, die da einfach neu sind und nicht klarkommen. Und dafür haben wir aber in Berlin 6000 Lobbyisten, die sich darum kümmern. Die sagen denen, wo es lang geht, die gehen mit denen essen. Ja. Alleine wüssten die gar nicht, wo es lang geht. Sie wissen ja, warum die Politiker immer von den Chauffeuren die Autotüren aufgemacht kriegen. Das ist wegen der Kindersicherung. Ja. Wir haben dann das Ergebnis, wir müssen das alles bezahlen, aber damit da keine schlechte Stimmung aufkommt, will ich zum Abschluss sagen, wir müssen das alles nicht zahlen. Wir Deutschen nicht, weil wir sterben aus. Das hat ja Thilo Sarrazin damals in seinem Bestseller festgestellt, Deutschland schafft sich ab. Ich wollte das Buch erst gar nicht lesen, dann habe ich es 4-mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da habe ich auch gedacht, was habe ich für Freunde? Und dann habe ich es gelesen und dieses Buch hat mir die Augen geöffnet, weil Thilo Sarrazin weist danach, dass gerade die intelligenten, fleißigen Deutschen keine Kinder bekommen, weil da der Mann und die Frau arbeitet. Die wollen Karriere machen, die sind jeden Tag 18, 20, 24 Stunden im Betrieb, die haben gar keine Zeit, die treffen sich gar nicht. Höchstens mal am Flughafen kurz und fliegen dann auseinander und sehen sich nie wieder. Aber die arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger mit Migrationshintergrund, die sitzen den ganzen Tag aufeinander in der Wohnung, die langweilen sich und gucken Flachbildfernsehen. Flachbildfernsehen kommt ja schon vom Namen her der Programmtiefe sehr entgegen. Und dann wird denen sehr langweilig. Ja. Und dann vermehren die sich. Ja, und wie Thilo Sarrazin festgestellt hat, die produzieren ein Kopftuchmädchen nach dem anderen. Und das ist gefährlich. Dieter Hildebrandt hat das mal zusammengefasst. Die übervögeln uns. Das ist aber tragisch. Dann sterben wir Deutschen aus. Noch bevor wir ein sicheres Endlager für den Atommüll gefunden haben, sind wir tot. Und das Schlimmste daran ist, dann gibt es keine deutsche Kultur mehr. Dann gibt es keinen deutschen Kevin und keine deutsche Angelique, die sich nebenan im Starbucks-Café treffen, um Latte Macchiato zu trinken, Muffins zu essen, Tweets zu twittern und bei Facebook zu posten. Diese ganze deutsche Kultur ist weg. Dann gibt es keinen deutschen Sandro und keine deutsche Chantal, die als deutsche Soldaten unsere Freiheit auch am deutschen Hindukusch verteidigen und auch nach dem Abzug dafür uns noch die Stellung halten, damit wir hier in Stuttgart an der Heimatfront die friedliche, weltberühmte deutsche Weihnacht feiern können, wo wir unter der dänischen Douglas-Tanne um den sibirischen Ikea-Tisch zusammensitzen, um die polnische Hafermaskanz zu essen. Um auf diese Weise der Geburt eines unehelichen jüdischen Palästinenserkindes zu gedenken, das in prekäre Wohnverhältnisse hineingeboren wurde. Ich habe es auf vielen Abbildungen gesehen, in einen Stall zwischen Tiere. Das sind hygienische Verhältnisse, das hat man in keinem Stuttgarter Krankenhaus. Wahrscheinlich ist da irgendwo noch Pferdefleisch mit dabei. Geboren von, ich habe es auf vielen Bildern gesehen, von einem Kopftuchmädchen. Hineingeboren in eine Patchwork-Familie aus einem Zimmermann und einem Heiligen Geist. Eine sozial schwache Familie, die auf Transferleistung von teilweise schwarzen Waisen aus dem Morgenland angewiesen war. Hineingeboren in eine Flüchtlingsfamilie, die anschließend sofort nach Ägypten fliehen musste. Das möchte man ihnen heute gar nicht mehr empfehlen. Aber es ist wirklich wahr, Thilo Sarrazin hat recht, man muss das Buch gar nicht lesen. Man muss nur mit offenen Augen Fernsehen gucken. Dann sieht man es, gerade die wirklich erfolgreichen, wirklich Karriere machenden Deutschen, die es schaffen, ganz an die Spitze zu kommen, die haben keine Kinder. Angela Merkel, Guido Westerwelle und der Bischof von Limburg. Und deren Kinder würden uns auch weiterhelfen, oder? Ich hatte neulich ein tragisches Erlebnis. Ich bin durch Berlin gegangen, Prenzlauer Berg. Und dann wurde mir der Bürgersteig versperrt durch eine Schwabenmutter mit ihrem Zwillingskinderwagen. Und da ist mir klar geworden, diese spätgebärenden Schwabenmütter, die Gnade des letzten Eisprungs nutzen, um neben der Karriere noch Kinder in die Welt zu setzen, die setzen die Kinder in die Welt, die nachher alleine dastehen und als Deutsche übrig bleiben. Und die müssen unsere ganzen Fantastilliarden Schulden bezahlen. Deutschland, ein Schwabenstreich. Gute Nacht.
Weiter so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Danke, 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 Arnulf Rating. Es ist ein Personalausweis gefunden worden von einem jungen Mann namens Calvin Hein Fischer. Hier ist er. Jetzt begrüße ich auf der Bühne den letzten Redner. Ich muss ihn gar nicht vorstellen. Wir alle kennen den Kolumnisten und Stadtflaneur Joe Bauer. Fünfzehn Jahre gibt es jetzt seinen Flaneursalon. Das wird am 4. November im Theaterhaus groß gefeiert. Es ist ausverkauft, schon lange gibt es keine Karten mehr. Wir haben jetzt die super Gelegenheit, Joe Bauer hier live erleben zu dürfen. Ich bitte um Konzentration und Aufmerksamkeit für Joe Bauer. So, nochmal schönen guten Tag auf dem Schlossplatz, meine Damen und Herren. Vorneweg, es ist mittlerweile ein guter Anblick hier auf dem Lastwagen, die vielen Menschen an diesem guten Herbsttag unter freiem Himmel, aufgeweckte Leute, die nicht nur H&M Tüten, sondern auch eigene Gedanken mit sich herumtragen. Willkommen auf dem Schlossplatz auf der parlamentarischen Stehtribüne der Stuttgarter Opposition. Wenn Sie einen Blick hinter sich werfen, meine Damen und Herren, sehen Sie das Kunstgebäude mit dem goldenen Hirsch auf dem Dach. Dieses Haus der Kultur hat unlängst der Landtag wegen des Umbaus seines Domizils in Beschlag genommen. Und wenn Sie, liebe Mitglieder der außerparlamentarischen Opposition, zum Eingang dieser feudalen Fluchtburg der Berufspolitiker gehen, dann sehen Sie rechter Hand, wo sonst eine Kopie von Andy Warhols berühmter Banane. Und dieses legendäre Symbol zeigt uns die ganze Wahrheit über die grün-rote Landesregierung. Willkommen in der Bananenrepublik Baden-Württemberg! Meine Damen und Herren, in der jüngeren Vergangenheit ist immer wieder die Frage aufgetaucht, wozu noch Demos am Bahnhof, wozu noch Kundgebungen auf dem Schlossplatz, wo doch der ganze Protest trotz seiner guten Argumente Stuttgart 21 nicht stoppen konnte. Diese Frage mag zunächst verständlich klingen, bei näherer Betrachtung aber erinnert sie an die neokonservative Denkweise der FDP. Es wäre ein absoluter Unfug, das politische Handeln allein nach den Siegeschancen zu bewerten. Die Streiterinnen und Streiter einer demokratischen Bürgerbewegung sollten niemals die Marketingfloskel erfolgsorientiert in den Mund nehmen. Was wäre das für eine geschwätzige Ausdrucksweise? Was für eine hasenfüßige Haltung. Wir können uns doch nicht hinstellen und sagen, die Maschinerie der Macht und ihre Profiteure sind auf der Siegerstraße. Sie liegen 2-0 in Führung. Deshalb geben wir den Kampf jetzt auf. So haben wir nicht gewettet. Im Moment ist unsere Straße vielleicht nicht unbedingt die Straße der Sieger. Aber wir sagen, in einem Drama des Betrugs gibt es auch Wendungen. Und wir machen die Erfahrung, die Straße lebt, der Protest geht weiter. Dies gilt vor allem nach der Bundestagswahl, die uns, wie erwartet, nicht mehr gebracht hat als das Koalitionsgeschacher jener Art von Volksparteien, die sich vom Volk entfernt haben. Meine Damen und Herren, wir dürfen unsere eigene Geschichte nicht vergessen. Seit 4 Jahren gehen die Menschen in Stuttgart gegen ein größenwahnsinniges Bahn- und Immobilienprojekt auf die Straße. Und in dieser Zeit hat sie unser Blick
nicht nur auf den inzwischen zerstörten Bahnhof und die ramponierten Parks gerichtet. Im Kampf gegen S21 haben viele Leute in der Stadt ein neues Bewusstsein entwickelt. Sie haben Sensoren bekommen für die verlogene Politik der konventionellen Parteien. Und viele haben begriffen, wir haben ein Recht auf unsere Stadt. Wir wehren uns dagegen, dass Investoren die Stadtplanung übernehmen. Wir wehren uns, wenn Geschäftemacher mithilfe der Politik ohne Rücksicht auf die Identität und den Charakter von Stuttgart ihre Bagger auffahren und hässliche Bürokästen hochziehen. Und diese Sicht der Dinge geht über Stuttgart 21 hinaus. Und wir müssen widersprechen, wenn die Propaganda den Leuten in der ganzen Republik weismachen will, in Stuttgart geht es nur um einen Bahnhof. In Wahrheit geht es um unser Recht auf Stadt und dieses Recht will man uns nehmen. Unter diesem Gesichtspunkt stellt sich nicht die Frage, wozu noch Demos? Die Straße ist das Podium, das Forum der Opposition, auch wenn der eine oder andere inzwischen lieber als Bedenkenträger auf seinem Sofa sitzt und sich aus Gründen der Schlaflosigkeit zu seinem Laptop schleppt, um in Internetforen besserwisserische Kommentare abzusondern. Die anderen, die sich nach wie vor als aufrechte Bürger auf der Straße bewegen, begegnen an einem guten Tag wie heute etwas Sinnvollerem als den egoistischen Facebook-Debatten. Auf der Straße haben wir die Luft zum Atmen, hier fliegen Gedanken. Wir treffen auf Menschen, um uns auszutauschen, Menschen, mit denen wir etwas auf die Beine stellen. Und wir haben Spaß bei unseren Aktionen unter freiem Himmel. Wir greifen Ideen auf, wir begegnen dem literarischen Scharfblick von Heinrich Steinfest, dem politischen Humor von Arnulf Rating. Und noch eine Lehre, die wir aus dem Protest gegen Stuttgart 21 ziehen. Viele der Initiativen, die sich zuletzt in der Stadt gegründet haben, verdanken ihre Motivation allein der Bewegung gegen Stuttgart 21, auch wenn das einige vergessen haben. Es kann doch nicht sein, dass das große, schillernde Protestpotenzial dieser Stadt nicht genutzt wird. Im Juni standen wir hier mit dem Aufruf, Stuttgart 21 ist überall, wehrt euch, vernetzt euch. Diese Idee von der Vernetzung müssen wir realisieren. Wie langweilig und falsch ist dagegen die Rechtfertigung der Ermüdeten und der Missgünstigen, wir hätten keine Erfolge vorzuweisen. Es ist politisch ein Riesenerfolg, wenn Bürger dieser Stadt seit 4 Jahren zeigen, dass sie sich von der Politik nicht alles gefallen lassen, dass sie sich für ihre demokratischen Rechte engagieren und dabei oft einiges riskieren. In Zukunft müssen wir noch mehr über unseren Tellerrand, über die Neigungswinkel der Bahnsteige hinausschauen. Wählen ist nicht genug, sagt Hannes Rockenbauch. Und das bedeutet, wir auf der Straße müssen bei politisch existenziellen Themen präsent sein. Wir müssen da sein, wenn es demnächst um den Haushalt im Gemeinderat geht. Wir müssen da sein, wenn die Energieversorgung der Stadt zur Disposition steht. Wir müssen uns zeigen, wenn die Politiker verhindern wollen, die ehemalige Gestapo-Zentrale, das Hotel Silber, als Lernort für die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus unserer Zeit zu erhalten. Wer jetzt fragt, was hat das mit
S21 zu tun. Dem müssen wir sagen, S21 ist ein Lehrstück. Es lehrt uns, wie wichtig es ist, generell die Politik der Stadt mitzubestimmen. Eines ist doch klar, meine Damen und Herren, wenn wir uns morgen von der Straße verabschieden, dann wird die Politik noch mehr Skandale als schon bisher unter den Tisch kehren. Ohne den Protest einer starken Bürgerbewegung würden wir in Zukunft nichts mehr von den Machenschaften erfahren, welche die Lebensqualitäten in dieser Stadt zerstören. Zu einem weiteren Einwand der Ermüdeten vom Sofa. Sie sagen, seit der Volksabstimmung habe das Interesse am Protest nachgelassen. Da sage ich, na und? Wir müssen uns nicht mit Zahlen und Statistiken beschäftigen. Das ist das Ablenkungsmanöver der üblichen Parteien. Wir stellen uns der Herausforderung, die demokratischen Eigeninitiativen der Bürger zu stärken. Weniger ist da oft mehr. Herr Kretschmann, kennen Sie noch? Herr Kretschmann. Jetzt habe ich extra Herr Kretschmann gesagt. Herr Kretschmann leiert inzwischen bei jeder Gelegenheit denselben Satz herunter. Einen Satz, den er für eine große philosophische Kalenderspruchschöpfung halten muss. Bei Wahlen, sagt er, geht es nicht um die Wahrheit, sondern um die Mehrheit. Und das kann nur bedeuten, bei Wahlen zählt für ihn allein die Unverfrorenheit der Propaganda. Und jetzt ans Eingemachte, wenn es der grün-roten Regierung mit ihrer von der Propaganda und mit reichlich Geld manipulierten Volksabstimmung gelungen ist, die Mehrheit zu täuschen, dann ist es die verdammte Pflicht unserer Minderheit, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Wir haben als Mehrheit die Wahrheit bei Gott nicht gepachtet, aber wir können verhindern, dass man die Wahrheit vertuscht und die Mehrheit für dumm verkauft. Und dazu, meine Damen und Herren, brauchen wir den Protest der Straße. Dafür brauchen wir weiterhin und erst recht nach der jüngsten Bundestagswahl eine aufgeklärte, eine wachsame Bürgerbewegung. Meine Damen und Herren, am Ende fast jeder Rede hören wir das Motto oben bleiben. Wir aber müssen darüber aufklären, was die da oben treiben, damit sie oben bleiben. Und in diesem Sinne, die Straße lebt und sie ist bunt. Vielen Dank und tschüss. Vielen Dank, Joe Bauer, für deine kraftvolle Rede. Joe. Joe Bauers Rede und auch Heinrich Steinfests Rede gibt es gedruckt auf blauem Papier. Dort hinten am T-Shirt stand der Parkschützer neben dem grünen Stand, wo es die Unterschriftenlisten fürs Bürgerbegehren gibt, die ihr mit nach Hause nehmen könnt. Wir nehmen uns unser Recht auf Stadt. Ich weiß, dass wir das schaffen können. Wir haben in den letzten Jahren so viel erlebt und gelernt, was wir nicht für möglich gehalten hätten. Und so werden in Zukunft auch einige Dinge passieren, die gewissen Herrschaften jetzt noch unvorstellbar erscheinen. Und S21 wird gestoppt werden, die Stadtzerstörung wird ein Ende haben. Bevor No Sports wieder für uns spielt, noch ein paar Hinweise und Ankündigungen. Im Rahmen der Stuttgart-Nacht heute findet am Hotel Silber neben dem Karlsplatz in der Dorotheenstraße eine Lichtprojektion statt, um der Forderung nach einem würdigen Lern- und Gedenkort
Nachdruck zu verleihen. Die Veranstaltung heißt Auf Mauern schreiben. Wie ihr wisst, ist der Rosensteinpark aktuell bedroht. Deshalb treffen sich morgen am Sonntag um 14 Uhr engagierte Menschen am Rosensteinschloss zu einem Spaziergang zur Information und Beratung. Hände weg vom Rosensteinpark. Am Montag wieder um 18 Uhr die Montagsdemo, vorher die Raddemo ab 17.45 Uhr Feuersee und gleich weiter am Dienstag, 22. Oktober, 15 Uhr, öffentliche Sondersitzung im Rathaus zum Thema S21 Brandschutz. Die Bahn will wohl wieder mit neuen Gruselkonzepten ankommen, die Ingenhofen-Architektur als das zeigen, was sie ist, ein unterirdisches Krematorium. Am Donnerstag, 24.10. um 17 Uhr gibt es anlässlich der Haushaltsberatungen im Gemeinderat eine Protestkundgebung vor dem Stuttgarter Rathaus. Am Samstag, nächsten Samstag, 26. ab 13 Uhr Tunnelbohrer-Demo in Heilbronn. Ab 13 Uhr Hauptbahnhof Heilbronn, dann 14 Uhr Kundgebung am Kiliansplatz in Heilbronn. Und am 10. November um 17 Uhr die Friedensgala im Theaterhaus. Und jetzt freuen wir uns auf No Sports.
Während No Sports jetzt weiter ihre superklasse Musik machen, formiert sich langsam der Demozug Richtung Bolzstraße, Friedrichstraße zum Bahnhof. Und während der Demo gibt es auch dort am grünen Infostand die Unterschriften für das Bürgerbegehren. Der Schwabenstreich ist dann an der Mahnwache und dort ist die Veranstaltung dann beendet. Oben bleiben! She was five and I was six. We rode on horses made of sticks. She was white, double white. I would always win the fight. Bang, bang, I shut her down. Bang, bang, she hit the ground. Bang, bang, what an awful sound. I shot my baby down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called her mine. And she would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shut her down. Bang, bang, she hit the ground. Bang, bang, what an awful sound. I shut my baby down. She's gone, I don't know why. Until this day, sometimes I cry. She didn't say goodbye. She didn't take her time to lie. Bang, bang, I shut her down. Bang, bang, hit the ground. Bang, bang, what an awful sound. I shut my baby down. Dankeschön. Thank you.
Buenas tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de Mayo's on Tuesday, and I hope to see you again. You shot my brother last winter. You shot him 3 times in the back. In the night, I can hear Mama weeping. Oh, Mama, she dresses in black. I looked on every fiesta. For you, I wanted to greet. Maybe I'd sell you a chicken with poison interlaced with the meat. Yes, you look like my brother. Mama, she loved him the best. He was head honcho with the ladies. Oh, Mama always said he was blessed. The village all gathered around him. They could not believe what they saw. I told them it was you that had killed him, and I fine you and upstand the law. The people in the village believe me. Mama, she wanted revenge. I told her I would see that she was honored, and I find you and put you to death. And now that I found you, on this such a joyous day, I told her that it's you that has killed him, and the truth I will never have to say. Buenas tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de Mayo's on Tuesday, and I hope to see you again. 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 And I hope to see you again.